Ich hoffe, dass jetzt schneller was vorangeht. Biogasanlagen haben wir, der erste Schritt haben wir ausreichend. Wir haben Photovoltaik, Solaranlagen, die Gemeinden sind mit gutem Beispiel vorangegangen, haben Gebäude ausgestattet. Es gibt inzwischen Projekte, die geplant sind von Einzelpersonen, was für mich wünschenswert ist, nicht irgendwelche Firmen aus Ausland oder Gott weiß woher. Und jetzt ärgere ich mich eigentlich darüber, dass wir momentan so einen Stillstand haben. Die Debatten über Rahmenbedingungen vom Freistaat, vom Bund, die es noch nicht gibt. Die Debatten über die Erweiterung der Mindestabstände, von einem Kilometer auf 2 Kilometer, das sind Dinge, die bringen alles zum Stillstand. Unser Landkreis ist Schlusslicht bei Windkraftanlagen, wirklich Schlusslicht. Und ich bedauere das einfach, dass diese Windenergie bei uns, wir sind eine Region dafür, nicht umgesetzt werden kann. Ich hoffe und wünsche, dass man das jetzt in München voranbringt.